Moin Moin und hallo, willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Ich habe mir noch so ein cooles Teil geholt, ein Wireless Charger, diesmal von Quitech. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Er ist QI-zertifiziert, das heißt also, er wird mit allen meinen Apple-Geräten, zumindest ab dem iPhone 8, und mit allen möglichen anderen Smartphones, zum Beispiel dem Galaxy S5, 6, 7, 8, bla 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 bla. Also alle möglichen, die den QI-Standard unterstützen. Ich habe mir ja schon S5 mal geholt. Das werden wir nämlich gleich ausprobieren. Mein iPhone filmt ja, deshalb kann ich es euch da nicht zeigen. Aber es funktioniert genau so. Mit dem iPhone 10, mit dem iPhone 7 nicht. Da müsst ihr noch so eine extra Ladeeinheit mitpacken. Dann geht das aber auch. Also mit dem iPhone 8 funktioniert es, mit dem 8 Plus, mit den 10 und mit allen möglichen anderen Samsung-Geräten. Gut, das Teil, wie gesagt, Wireless Charger, QI-fähige Geräte, alle funktionieren damit. Und jetzt schauen wir uns mal an. Das Verpackungschen ist weiß-blau gehalten. Wir haben hier unten so eine Lasche, die müssen wir aufballern. So, bei dem QI-Standard gibt es verschiedene. Es gibt 5 Watt, es gibt 7,5 und 15 Watt, glaube ich. Nagelt mich jetzt nicht fest, aber es gibt 3 verschiedene schnelle Standards. Das Gerät hier hat 5 Watt. Das reicht auch, wenn ihr das abends dran schmeißt, dann könnt ihr das auch am Morgens dann wieder voll mitnehmen. Also hier, okay, hier ein bisschen Informationsgedresse. Aber das ist so easy, das brauchen wir gar nicht, wirklich, Leute. So, was haben wir denn hier? Der Teller hier, das ist unser Ladegerät. Okay, kommt in so einer Folie. Ich habe jetzt schon öfters gefühlt. Oh cool, da ist eine Lasche dran. Guck mal, easy to open. Hohoha. So, das Teil ist groß. Das Größte, was ich bis jetzt hatte. Bis jetzt hatte ich nur so kleine Dinger. Das Samsung-Ding war ungefähr so groß, was ich getestet habe. Das ist wirklich massiv und viereckig. Es ist jetzt wirklich leicht und es ist nicht gerade sehr dick. Passt also auch in eure Gesäßtasche. Dazu gibt es ein Ladekabel. Wie benutzen wir das? Ganz einfach. Ihr braucht dazu noch einen AC-Adapter. Zum Beispiel von eurem Smartphone. Dann kommt das Micro-USB-Teil, kommt hier hinten ran. Schaut drauf, da ist so ein Dreieck. Das heißt, dass das richtig passt. Das ist bestimmt wieder falsch rum reingemacht. Das passiert mir immer wieder. Oder? Nee, scheint richtig rum zu sein. Aber wieso kriege ich es nicht rein? Ah, jetzt. So, okay. Also, ich war ein bisschen bedeppert. Gut, jetzt. USB-Seite kommt dann in euer Ladegerät. Das Ladegerät kommt dann in den Strom. Einstecken. Und dann gibt es keinen Sound. Aber es fängt an zu leuchten. Seht ihr? Ich mache das mal aus. Und es leuchtet noch nach. War das vorhin auch schon am Leuchten, Leute? Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Das leuchtet gar nicht. Okay, egal. Okay, wieder rein. Ja gut, okay. Also die Verankerung ist falsch rum. Jetzt habe ich es richtig rum. So, also mal ausprobieren. Gerät drauflegen. Und jo, es funktioniert. Habt ihr gesehen, dieses Boom. Außerdem seht ihr hier oben, da ist der Flash in der Batterie und es hat blau geleuchtet. So, wenn ich drauf halte, wird es blau. Wenn ich es wegnehme, dann wird es einfach dunkel. Sehr schön. Das heißt also, das Teil könnt ihr sogar in eurem Schlafzimmer hinballern. Und wenn das Gerät nicht drauf ist, dann wird es auch nicht leuchten. Das ist eine gute Sache. Wenn es aber drauf ist, dann leuchtet es. Aber ihr könnt das ja auch ruhig abkleben. Dann merkt ihr es nicht. Dann könnt ihr auch schlafen dabei. So, wie gesagt, es funktioniert ganz einfach. Ihr seht sogar, eine Hülle ist drum. Also Hülle, mit Hülle, ohne Hülle funktioniert. Drauflegen und dann macht es auch schon wursch. Und jetzt lädt es. Mit 5 Watt, wie gesagt, über Nacht ist das Akkuchen wieder voll. Das ist jetzt nicht für schnell mal zwischendurch. Dann solltet ihr auf ein Device gehen, also auf ein Ladegerät gehen, was den höheren Standard entspricht. Aber ihr müsst natürlich auch gucken, was euer Smartphone anbietet. Zum Beispiel das iPhone X ist nur bis, 7,5 Watt fähig. Das heißt also die zweite Etage, nicht die dritte Etage. So, also, ihr seht, es funktioniert ganz einfach. Ich stecke nichts ein in das Gerät. Ich lege es einfach nur drauf und es fängt automatisch an zu laden. Echt
Das ist innovativ, das ist cool. Ich habe jetzt schon mehrere von den Dingern, auf jeder Etage ist eins. Und ich mag die einfach. Weißt du, kein Reinstecken mehr. Hier unten, der Port, der frubbelt nicht aus. Es ist einfach easy drauflegen, jetzt vergessen und es lädt auf. Super geil. Wirklich zu empfehlen, diese QI-Ladegeräte. Und das Ding ist halt etwas größer. Das ist zum Beispiel bestimmt gut, wenn ihr ein Plusgerät habt, also wenn ihr so ein größeres habt, dann könnt ihr das bestimmt viel besser hier drauf platzieren. Denn rutschfest sind die Gummis hier, rutschfest sind die Gummis da unten. Also wirklich, es rutscht kaum, es rutscht gar nicht. Wirklich, es hängt wirklich gut fest. Es ist einfach zu handhaben. Es ist eine Empfehlungswert. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon.